Mennoniten gibt es seit fast 500 Jahren. Sie sind benannt nach dem Theologen Menno Simons aus Friesland. Diese evangelische Freikirche ist geschichtlich auch eng mit den Hutterern und den Amish-People verbunden. Ein Schwerpunkt der Mennoniten liegt heute in einzelnen Orten der Pfalz, wie hier bei Kirchheimbolanden. Warum das so ist, erfahren wir später von Astrid von Schlachter. Sie ist Historikerin und leitet die mennonitische Forschungsstelle in Bolanden-Weierhof und führt mich zuerst mal durch den kleinen Ort. Jo, hier im Adamshof, das ist ein wunderschön renovierter alter Hof von 1710. Das war wirklich der Hof, wo die Mennoniten sich als erste versammelt haben. Im Wohnzimmer hier im Hof, das war die Zeit, wo die Mennoniten sich noch nicht versammeln durften in einem extra Gebäude. Das war ihnen verboten. Deshalb ist man dazu übergegangen, hier im Wohnzimmer die Gottesdienstversammlung abzuhalten. Einige Fachwerkhäuser auf dem Weiherhof scheinen noch älter zu sein als die große Kastanie. Als ob wir eine Zeitreise ins 17. Jahrhundert machen könnten. An vielen Stellen weisen neue Schilder auf die Täuferspuren hin. Besondere Orte in der Geschichte der Täufer. Auch vor dem Gymnasium Weiherhof. Wir sammeln alles, was zur Geschichte der Mennoniten erschienen ist, an Büchern, aber natürlich auch Dokumente, wie man hier sieht. Und was können Sie daraus lernen? Können Sie da einzelne Familiengeschichten dann nachvollziehen? Sowohl Familiengeschichte als aber auch natürlich ganz generell die Geschichte der Mennoniten, seit dem 19. Jahrhundert beispielsweise. Und da hat es von den Ideen und vom Glauben her sehr viel Veränderung gegeben, weil die Mennoniten seit dem 19. Jahrhundert anerkannt waren. Die Verfassung des 19. Jahrhunderts haben Gleichheit für alle gebracht. Und für die Mennoniten bedeutete das, dass sie allmählich in die Gesellschaft hineinwuchsen und die Absonderung nicht mehr so stark war wie vorher. Die Integration wuchs und dadurch hat sich auch ideell viel verändert. Mhm. Also beispielsweise können wir sehr gut nachvollziehen, wie die Mennoniten allmählich die Idee der Wehrlosigkeit aufgegeben haben und dann eben auch gekämpft haben in den Kriegen 1870, 71, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, und das lässt sich hier gut dokumentieren anhand der Nachlässe. Einzelne Briefe aus dem Archiv können heute viel aussagen über Strömungen in der Religion, über Stimmungen zu verschiedenen Zeiten. Hier in der Forschungsstelle sammeln wir vieles, was die Geschichte der Mennoniten dokumentiert. Und wir haben unter anderem eine reichhaltige Sammlung an Auswandererbriefen. Aber wenn wir ins 18. Jahrhundert zurückgehen, haben wir auch die Sammlung von Peter Weber, wo man hier einige Briefe sieht, die er mit einem holländischen Mennoniten hin und her geschrieben hat. Peter Weber war insofern ganz spannend und es wird spannend, diese Sammlung hier aufzuarbeiten, weil er sich als Mennonit für die Ideen des Pietismus interessierte und begeisterte im 18. Jahrhundert. Die Strömung des Pietismus wünschte sich Reformen in den mennonitischen Kirchen. Man sollte sich zurückbesinnen auf zentrale Anliegen der Reformation. Es ging um Aufklärung. Die Kirche sollte nicht im Mittelpunkt stehen, sondern die Persönlichkeit des einzelnen Menschen. Er sah das als Erneuerungsmöglichkeit für die Mennoniten und fing dann auch an, so private Versammlungen zu organisieren, wo man sich zu Hause traf, um die Bibel zu lesen. Und Problem war nur, dass die Ältesten der Mennoniten das gar nicht so gerne sahen, sondern die ganzen Bemühungen und Anstrengungen von Peter Weber so als Gefahr sahen, dass da innerhalb der Ordnung der Gemeinde etwas wächst, was nicht mehr kontrollierbar ist, und deshalb bekam Peter Weber Predigtverbot, was auch ein bisschen was über die Situation der Mennoniten in der Zeit sagt. Eher traditionell ausgerichtet, die Ältesten hatten sehr viel Macht, und so ein Erneuerer wie Peter Weber ist ganz schnell an die Grenzen der Gemeindeordnung gestoßen. Das Bethaus in Bolanden-Weierhof hat keinen Kirchturm. Über viele Stufen gehen die gläubigen Täufer zum Gottesdienst. Es gab wohl tatsächlich mal zu einer Zeit eine schwarze Katze, die hier in der Kirche immer wieder auftauchte, wenn die Tür offen war. Und dann hat man die irgendwie auf diesem Wandteppich dort verewigt. Das Gebäude sieht einer gängigen protestantischen Kirche sehr ähnlich. Mit Gesangsbüchern auf den Bänken und der Empore, Altar und der Kanzel für die Predigt. Die Orgelspieler sind für alle sichtbar.
Und da wird die gleiche Bibel benutzt wie auch bei Katholiken. Also die Täufer haben lange eine Schweizer Bibel verwendet, die Froschauer Bibel, die von Christoph Froschauer schon früher als Luther hatte, der die gesamte Bibel fertig in der deutschen Sprache. Und heutzutage ist aber die Lutherbibel die wesentliche. Der Friedhof sieht aus wie jeder andere auch. Im Dorf kommen die immer gleichen Namen vor. Galee und Grebil sehe ich überall. Also das ist das älteste Buch, was Sie hier haben. Nicht ganz das älteste, aber eines der ältesten. Und vor allem deshalb interessant, weil dort alle Schriften von Martin Luther und anderen Reformatoren gegen die Täufer gesammelt sind. Mhm. Martin Luther hat ja nicht nur gegen die Juden und gegen die Bauern gehetzt, sondern auch gegen die Täufer. Was sich aber daraus vor allen Dingen ergeben hat, dass Martin Luther immer wieder mit den Täufern in einen Topf geschmissen wurde. Und die Täufer waren eben die nicht tolerierten. Und die Täufer waren die, denen man vorwarf, Aufruhr und Unruhe zu stiften. Und Martin Luther musste zu der Zeit seine eigene Bewegung erstmal sichern. Die war ja noch keineswegs gefestigt. Und deshalb hat er einige Schriften veröffentlicht, wo er sich von den Täufern distanziert hat. Mhm. Und die sind hier gesammelt. In Deutschland gibt es heute nur noch rund 40.000 Mennoniten, obwohl diese Freikirche hier einst gegründet wurde. Viele sind russlanddeutsche Mennoniten. Ihre Gemeinden sind völlig unabhängig. Ein wichtiger Unterschied zwischen Protestanten zum Beispiel und den Mennoniten ist die Taufe. Deshalb spricht man auch von den Täufern. Genau. Wie kommt das? Genau. Die Täufer haben sich in zwei Punkten sehr schnell von den Reformatoren abgesondert. Das war einerseits der politische Bereich, wo sie gesagt haben, wir wollen eben nicht so viel gemeinsam haben mit der Politik, weil die Reformatoren eben ihre Bewegung sehr schnell abgesichert haben, politisch, durch die Landesfürsten. Die Täufer haben sich distanziert, haben gesagt, ein Christ kann eigentlich gar nichts gemeinsam haben mit der Politik, weil das Gewissen wird irgendwann immer korrumpiert. Und der zweite Punkt war, dass die Täufer die Erwachsenentaufe oder Glaubenstaufe praktiziert haben. Das heißt, sie haben gesagt, jemand soll erst dann getauft werden, wenn er wirklich auch rational nachvollziehen kann, was da passiert. Und das kann ein Kind halt nicht. Und da die erste Generation der Täufer natürlich die nochmal wieder getauft hat, die schon getauft waren, eben entweder als Lutheraner, evangelische Katholiken, hat man sie wieder Täufer genannt. Wobei der Begriff von Anfang an sehr negativ gemeint war und eben schon von Anfang an eigentlich mitschwang mit dem Begriff, das sind die, die Aufruhr und Unruhe stiften wollen. In mehreren Kriegen wurde die Pfalz verwüstet. In der Westpfalz waren ganze Dörfer über Jahrzehnte ausgestorben. Andere verloren 80-90% ihrer Bevölkerung. Die Pfälzer wurden im 17. Jahrhundert vertrieben oder getötet. Deshalb stammen wir heute kaum von damaligen Pfälzern ab. Wieso sind überhaupt wieder Menschen hierher gezogen in das zerstörte Gebiet? Das hat damit zu tun, dass die reformierten Schweizer Obrigkeiten noch bis ins frühe 18. Jahrhundert Täufer verfolgt haben und dass die Kurpfalz hier nach dem Dreißigjährigen Krieg Untertanen suchte, weil der Krieg viele Verluste gebracht hat, viel Land entvölkert hat und die Kurpfälzer waren froh um jeden Untertan, der hierher zog. Man hat ganz gezielt Mennoniten eingeladen hierher und es kamen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts sehr viele Mennoniten aus der Schweiz hier in die Region und haben dafür gesorgt, dass die Gemeinden dann wuchsen. Was hat schon immer Orten und Regionen geholfen, viele Menschen anzuziehen? Toleranz. Auch Mennoniten, die wegen ihrer Religion in der Schweiz verfolgt wurden, konnten in die Pfalz kommen. Neue Einwohner wurden bewusst angeworben. Auch aus Tirol und Italien, Sachsen und Luxemburg. Praktisch, dass so viele Tiroler Bauhandwerker waren. Die Mennoniten hier wurden seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts bekannt als innovative Landwirte. Sie belebten die Dörfer und die Felder wieder, brachten ihre Kenntnisse mit und neue Landbaumethoden. Ein Musterbauernhof wurde von Gelehrten besucht, um zu lernen, wie man neue Landwirtschaft betreibt. Dazu gehörte unter anderem, dass das Vieh das ganze Jahr im Stall behalten wurde. Das war eine neue Idee. Vor allen Dingen deshalb, weil man da den Dung sammelte, um den Dung dann auf die Felder zu werfen und zu düngen. Auch neue Anbaumethoden testeten die Mennoniten aus. Die Menschen aus dem Alpenland wurden nicht nur verfolgt. Sie waren nicht immer Mennoniten, sie waren oft auch Klimaflüchtlinge. Es war über Jahre besonders kalt. Sie ernährten sich hauptsächlich von Getreide, aber die Ernte blieb aus. In den engen Alpentäler waren die Wälder schon weggerodet. Man hatte keinen weiteren Platz mehr, um noch mehr Ackerflächen zu erschließen.
Die Kartoffel macht es für viele leichter, denn sie ist unempfindlich. Sie kam erst um 1750 ins heutige Deutschland und wurde schnell auch hier als Krummbär angebaut. Auf dem Weiherhof leben heute Menschen verschiedener Nationalitäten und Religionen. Manche sind Amerikaner, die meisten Pfälzer und es gibt noch einige Mennoniten, die in früheren Generationen einen Großteil der Bewohner ausgemacht haben. Weltweit leben heute die meisten Mennoniten in Nordamerika, aber auch in Russland und afrikanischen Ländern. Sie leben nach christlichen Ritualen, legen Wert auf Meinungsvielfalt und ein friedliches Miteinander auf der Erde.